Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ja das Video vom Fort Nugget gemacht und ich habe jetzt noch ein paar Nachtragssachen, nachdem ich dann eben alles komplett überprüft habe und fertig geputzt hatte, ist mir noch ein bisschen was aufgefallen, was nicht so ganz dem entspricht, wie es sein sollte oder wo ich einfach noch Fragen habe und gerne Erfahrungswerte von euch hätte. Und zwar fange ich gleich mal an, wo ich einen Erfahrungswert suche. Bei meinem Nugget sind die Radkästen ohne Verkleidung. Da seht ihr hier einfach hinten rein, wie das dann unten drin so aussieht. Und zwar ziemlich nackig. Dazu meine Frage, ist das bei euch auch so? Oder habt ihr diesen Schutz reingekauft? Und wenn ja, also wenn es so ist, macht das Sinn, dass man es einfach so lässt und einfach nur immer wieder gut überprüft und vielleicht einfach regelmäßig fettet? Oder würdet ihr da auf jeden Fall empfehlen, den Schutz reinzukaufen? Da gibt es ja so einen nachträglichen Schutz eben. Und ab Baujahr 2015 ist es dann sowieso schon serienmäßig. Und meiner ist eben dummerweise Herbst 2014 und hat dementsprechend noch diese ungeschützten, nackten Radkästen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dazu eure Erfahrungen schildern könntet. Dann möchte ich auch schon weitermachen mit der Mängelliste. Und zwar bin ich gefragt worden, wo ich das Auto gekauft habe. Ich wollte es eigentlich noch nicht nennen. Es ist beim Autohaus. Und ich möchte denen natürlich auch die Chance geben, das zu überarbeiten. Denn eigentlich war der Kontakt sehr nett. Es ist nur einfach enttäuschend, dass sie den vor der Rausgabe wirklich anscheinend überhaupt nicht überprüft haben. Sondern einfach nur das, was ich ausgehandelt hatte. Also Winterreifen und eine Anhängerkupplung draufgemacht haben. Und der Rest scheint für die komplett irrelevant gewesen zu sein. Irgendein Fahrzeug aufbereiten, putzen, das wurde nicht gemacht. Okay, wurscht, kann ich selber machen. Aber auch der Rest wurde überhaupt nicht durchgecheckt. Und das ist echt schade, meiner Meinung nach. Natürlich ist das auch in meiner Verantwortung, das zu prüfen. Aber eben jetzt aufgrund von Corona bei mir, bei der Abholung, dadurch, dass eben die Abholung einfach so stattgefunden hat, ohne direkte Fahrzeugübergabe, also ohne, dass man irgendwas gezeigt bekommen hat oder ausprobiert hat, ist das jetzt eben dumm gelaufen. Ich denke, das wird nachträglich noch alles gemacht, laut Auskunft von dem Autohausmitarbeiter. Aber ob es dann wirklich so ist, bleibt abzuwarten. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten und ich hoffe das Beste. Ansonsten, die Werkstatt hatte 3 Wochen Zeit, das zu machen. Also das war noch vor dem ganzen Corona-Massaker, dass es so sehr losgegangen ist. Und dementsprechend ist das für mich jetzt keine Ausrede. Also, was fehlt alles? Und zwar ist hier die Markise. Die war auch schon dran. Da fehlt der Stab, um die Markise überhaupt runterlassen zu können. Dann wurde das Auto ausgeliefert ohne Verbandskasten. Was ich vom Autohaus auch schwach finde, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ich kenne mich auch rechtlich nicht aus, ob das dabei sein hätte sollen müssen. Aber es ist ja doch noch ein, also ich meine, es ist zwar Baujahr 2014 Herbst, zugelassen 2015 im Mai. Aber er hat erst gut 20.000 Kilometer drauf und von dem her ist das für mich halt echt noch ein sehr neues Fahrzeug eigentlich. Und dass dann gefühlt irgendwie gar nichts überprüft werde und fast alles fehlt, ist schon ein bisschen schade. Also kein Verbandszeug, keine Warnweste, dieser Stab für die Markise fehlt. Dann geht's weiter. Die Batterie vom Wohnraum ist komplett Tonne. Also die ist leer. Ich dachte, dass der Sicherungskasten aus wäre oder die Hauptsicherung. Aber das ist nicht das Problem. Ihr seht, hier geht gar nichts. Aber die Sicherungen sind alle komplett drinnen. Also hier ist die Sicherung auf an und auch. Und auch die Hauptsicherung hier ist an und trotzdem funktioniert gar nichts. Der Mitarbeiter vom Autohaus hat mich dann telefonisch darauf hingewiesen, dass ich doch bitte die externe Stromversorgung anstecken soll. Das habe ich dann auch gemacht, über die Küche mit 2 Verlängerungskabel raus. Den Adapterstecker, den habe ich ja noch vom Papa, der passt zum Glück. Und dann hatte das den einzigsten Ding zur Folge, dass meine Küche ziemlich stark ausgekühlt ist, weil eben 2 Stunden das Fenster offen bleiben musste. Aber sonst ist leider nichts passiert. Jetzt finde ich es einfach nur noch lächerlich, weil ich bin ja doch auch gut 1 Stunde heimgefahren nach dem Autohaus und ich denke, dass es dann zumindest ein bisschen hätte aufladen müssen. Aber was soll's, also ich kenne mich einfach nicht so gut aus, habe dementsprechend das alles gemacht.
aber gebracht hat es nichts. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ich habe euch noch gar nicht gesagt, wo ich es jetzt wirklich gekauft habe. Und zwar beim Auto Eder in Kolbermoor. Wo ich zurückrudern muss, ich habe ja auch gesagt, dass kein Gas drin ist. Das stimmt wohl nicht. Also ich habe noch nicht probiert, ob es geht, aber die Gasflasche ist auf jeden Fall drin. Das war mein Fehler. Ich habe einfach gar nicht gewusst, wo die untergebracht ist. Und zwar ist das hier unterhalb der Küche, da wo die Füße liegen beim Schlafen quasi. Das ist einfach nur so verschraubt. Und das hier, ups, mit einer Hand ist es nicht ganz so leicht. Das lag einfach nur drauf. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das eigentlich verschraubt gehören würde. Ich lege es mal wieder drauf, aber das liegt hier bei mir einfach nur drauf auf jeden Fall. Also so. Das lässt sich auch gar nicht verschrauben. Also das ist einfach nur hier angeschraubt. Aber das hier lässt sich nicht schrauben. Also bei mir würde das jetzt nicht gehen. Das lag hier so drauf. Und das lag einfach so daneben. Und hat hier auch diesen komischen Höhenunterschied. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also mir kommt es seltsam vor. Aber so war das auf jeden Fall original bei mir leider alles. So würde es dann ohne Höhenunterschied auch gehen, aber es war mit Höhenunterschied übrigens wirklich drin. Also so sieht es für mich besser aus, definitiv. So war es aber nicht. Egal, jetzt ist es so. Genau, und dann kann man hier wieder den Polster drauf machen. Ups. Und dann ist wieder alles versteckt. Vielen, vielen Dank übrigens da an die Info. An die Info von Frank, das hat mir total geholfen. Ich wäre ohne, glaube ich, erstmal ein bisschen verloren gewesen. Ich habe zwar die Anleitung auch studiert, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, entweder ich bin zu doof. So war die Info auf jeden Fall viel, viel besser für mich. Hat super funktioniert, habe mich sofort ausgekannt und konnte nachschauen. Genau. Ah ja, und dann ist noch ein Punkt. Und zwar hier bei der Abdeckung, die ist auch ein bisschen kaputt. Da ist der Gummi so blöd eingeklemmt. Wir schauen noch ganz kurz unter die Fahrerhaube oder unter die Motorhaube, besser gesagt. Und zwar habe ich da leider ein bisschen einen Marderbiss. Ups, wir hängen mal das ein. Vielleicht könnt ihr es schon erkennen. Ich habe da jetzt gestern Chili reingesteckt, weil jetzt steht das Auto ja erstmal. Und angeblich mögen Marder ja kein Chili. Deswegen jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, muss ich da was machen? Oder kann ich das einfach so lassen? Weil ich glaube, das ist auch schon länger so. Und ja, da Schande über mein Haupt. Es war halt alles recht stressig jetzt. Aber das habe ich mir vorher gar nicht angeschaut. Muss ich gestehen. Ich bin halt unerfahren und doof. Sozusagen ein gefundenes Fressen. Hier übrigens steckt so eine Plastiktüte drin. Und auf der anderen Seite auch. Weiß da vielleicht noch jemand, wozu das gut sein soll? Ich habe es mal nicht rausgemacht, weil es eben auf beiden Seiten ist. Deswegen dachte ich, wird es schon für irgendwas sein. Aber für was, ist für mich jetzt halt die große Frage. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin total bescheuert, weil das Auto ist halt nun mal gebraucht. Das ist mir auch absolut klar. Aber trotzdem, also ich finde es einfach sehr, sehr, sehr lieblos. Und die haben das halt gar nicht angeschaut und ich kann es nicht verstehen. Das ist wie wenn sie sich halt einfach die Arbeit sparen würden und sagen, gut, wenn es irgendeinen Mangel hat, dann kommt der Kunde sowieso wieder zurück. Warum sollen wir da jetzt nachschauen? Und dass nicht mal ein einziges Licht angemacht worden ist oder so, finde ich echt schade. Also davor hatte ich ja ein Alfa Romeo Mito und da war ich immer hier in Wörgl beim Autohaus Ascher. Und das war echt was ganz anderes. Da der Werkstattchef, der hat es voll drauf gehabt. Das war immer perfekt. Mein Auto war pipifein sauber nach dem Service. Also das war mir schon fast unangenehm. Das war neuer als neu danach gefühlt vom Ausschauen her. Und irgendwie ist das halt toll. Da freut man sich richtig. Und wenn es dann ein bisschen teurer ist, ich meine, klar, ich will jetzt kein Vermögen für den Service zahlen, aber wenn es dann ein bisschen teurer ist und ich einfach ein gutes Gefühl habe, dann ist mir das auch wert. Also da bin ich echt negativ jetzt irgendwie enttäuscht und muss auch sagen, ich habe ja zwar die Hohlraumversiegelung machen lassen, man sieht auch an manchen Stellen unten, wenn man genau reinschaut, das was gemacht worden ist, ebenso bei den Türschwellern sieht man nichts, also weiß ich nicht, ob das einfach jetzt schlampig gemacht worden ist, jetzt fehlt mir halt das ganze Vertrauen und das ist doch eigentlich echt schade.
So, jetzt möchte ich gerne mal schauen, ob man hier den Gasherd testen kann. Ich hoffe, ich spreng jetzt nichts in die Luft. Na, also da stimmt trotzdem irgendwas definitiv auch nicht. Da hört man auch nichts vom Gas. Entweder das ist leer. Das müsste eigentlich die Zündings geben. Die Zündings funktioniert, das sehe ich auch. Bei beiden Seiten. Aber Gas kommt null raus. Also entweder die Flasche ist komplett leer oder sie ist einfach zugedreht. Die ist aber auch schon ziemlich rostig. Und dadurch, dass ich jetzt ja weiß, dass keiner überprüft hat, ich habe jetzt schon eine neue bestellt, werde ich das dann einfach komplett mit der neuen ausprobieren. Das ist mir jetzt zu heiß. Aber genau, das war es dann mal wieder von meiner Mängelliste. Eben der Rest, das ist ja schon vereinbart gewesen, dass es nachträglich kommt. Deswegen würde ich das jetzt nicht aufführen, weil das ist offiziell alles so wie abgemacht. Ja, ich freue mich, wenn ihr mir eure Meinungen und auch gerne wieder Ratschläge in die Kommentare schreiben könntet. Und eben auf jeden Fall, wenn ihr schreiben könntet, wie das bei euch mit den Radkästen ausschaut und wie das mit Rostproblemen so bei euch war. Und außerdem habe ich mir ja überlegt, dass ich eine Solaranlage aufs Dach machen will. Da hätte ich jetzt überlegt, ob ich da einfach so ein Set bestellen kann und das selber machen kann, weil Zeit haben wir jetzt ja ein bisschen. Und da gibt es die Komplettsets, wo anscheinend komplett alles dabei ist und auch eine coole Montageanleitung, zum Beispiel von Solara heißen die, glaube ich. Falls da einer Erfahrungen hat und irgendwie schon zufrieden ist mit irgendeinem System, dann bitte auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Da gibt es die, wo man eben nur die Wohnraumbatterie laden kann oder die Wohnraum- und die Autobatterie. Und ja, einfach, ich bin unentschlossen, ich kenne mich nicht aus. Wenn irgendjemand irgendwas weiß, dann bitte, bitte, vielen Dank. Genau, jetzt wirklich, das war's. Schluss von mir erstmal. Und jetzt gibt es erstmal keine weiteren Hiobsbotschaften. Ich glaube, ich habe das Auto komplett durchforstet. Die nächste Nachricht kommt dann erst, wenn die Gasflasche da ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.